Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute zeige ich euch mal wieder eine Runde von mir selbst. Der ein oder andere, der mir zurzeit im Stream zusieht, weiß, dass ich sehr aktiv die Schweden-TDs spiele. Also, um genau zu sein, eigentlich fast ausschließlich. Hab's jetzt auch schon zum STRV 103.0 geschafft. Hab mit dem UDIS direkt angefangen, davor habe ich alle anderen mit Freierfahrung übersprungen. Auch den S1, also den Premium-Panzer, habe ich schon ausgiebigst gespielt. Also mittlerweile fühle ich mich mit den Panzern sehr, sehr wohl. Ja, und hier haben wir jetzt mal eine Runde. Karte ist Redshire. 10er, 9er, 8er Gefecht. Matchmaking funktioniert genauso, wie es soll. Also da gibt es nichts zu mäkeln. Hier in dem Fall keine Arti, das ist natürlich ideal. Und ich werde mich jetzt hier mal auf der Karte Redshire hier da auf Position bringen. Und gerade für diejenigen unter euch, die auch die Jagdpanzer spielen, die wissen, dass man entweder dann hier vorne, sobald man einen guten Scout hat, dann schon beschießen kann, oder dann hier drüben, wenn sie nicht durchdrücken. Ich gehe jetzt hier direkt in den Belagerungsmodus. Spiele den natürlich mit Scherenfernrohr und Tarnnetz, weil die bleiben ja weiterhin aktiv, wenn der Panzer dann auch im Belagerungsmodus dreht. Also meines Erachtens ganz klar Pflichtausstattungen bei dem Gerät. So, jetzt noch ein bisschen manövriert hin und her. Wenn ab und an mal so ein kleiner Bock drin ist, dann nicht wundern. Natürlich achte ich im Stream auch immer wieder auf Kommentare. Also von dem her die Aufmerksamkeit ein wenig ab und an abgelenkt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird es eine ganz passable Runde. Und klappt hier mit dem 121 direkt. Was halt das Schöne ist, man hat einen recht schnellen Reload, hat einen wahnsinnig guten Durchschlag mit 305 oder mit Premium 350. Also das ist sensationell. So, jetzt habe ich hier ein bisschen verzogen. Der ging zwar dann auch auf den Panzerkampfwagen, aber der hat leider nicht funktioniert. So, deswegen gehe ich diesmal auf das direkt größere Ziel. Ihr seht, der Alpha, der ist nicht allzu hoch, aber er macht es halt mit der Nachladezeit weg. Und hier, das war ein ganz kleiner Aiming-Fehler, weil da habe ich nicht mitgezogen. Da hatte ich irgendwie so gefühlt gedacht, der bleibt da stehen. Und jetzt denke ich mir, ja gut, dann nimmst du halt den Löwen. Der, mit dem kannst du nichts falsch machen. Die Silhouette ist so schön beschießbar. Und ihr seht, das ist hier ein absolutes Schützenfest. Schon 1600 Damage. Und da ist noch einiges Rotes vor mir. Habe ich gerade geguckt. Der T32 ist da so ein bisschen schwierig von der Silhouette. Deswegen gehe ich auf die Ziele, die hier da leichter zu treffen sind. Der Panzerkampfwagen 7 ist dann natürlich dementsprechend absolut geiles Ziel. Jetzt wird's und bleibt es erstmal ein Schützenfest. Zum Ende der Runde kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Wird es dann nochmal so ein kleines, ja, ich will nicht sagen ein Krimi, aber so ein kleiner Nervenkrieg kommt dann schon nochmal. So, und ihr habt gesehen, der T32, der ist da eben nicht so ganz gut zu beschießen, deswegen bleibe ich hier auf den anderen Panzer drauf, die es mir da leichter machen. Und jetzt wieder auf den Panzerkampfwagen, aber von vorne kann er einen ganz schön trollen teilweise. Aber gut, dann nehmen wir halt den nächsten Deutschen, der E75, auch der hat eine schöne Silhouette, ein tolles Ziel gibt er ab. Emil 1, Entschuldigung. Da unten drauf schießen, nicht auf den Turm frontal, ist das einfach zu extrem, das Ding. So, jetzt habe ich gerade kein so tolles Ziel, aber der Löwe bietet sich da direkt an und das ist halt das Tolle, man hat halt sofort die Möglichkeit drauf zu ballern. Jetzt bin ich offen, aber eigentlich wollte ich den noch rausnehmen, aber ich merke so, hoppala, kommt nichts mehr. Und auch da sieht man, wie schnell das Ding einämmt. Manchmal trollt einen die Kanone, wahnsinnig sogar, aber ab und an ist die Kanone einfach nur traumhaft. Also ich muss sagen, je länger ich die Schweden spiele, desto toller finde ich sie. Und ihr seht ja, aktuell schon 4260 Schaden, 3:3, also da habe ich den Gegner drüben schon einiges an Hitpoints abluchsen können. Derjenige, der da drüben den Aufklärungsschaden bekommen hat, der wird sich gefreut haben, schätze ich mal. Aber aktuell sieht es wirklich super aus, 4:4 und wir sind am Cap. So soll es eigentlich sein. Ich warte jetzt natürlich auf die nächsten Ziele da drüben, weil das muss man natürlich sagen, dass dieser Panzer absolut davon lebt, dass man Ziele bekommt. Gerade Stadtkarten, sowas wie, ich will jetzt, Siegfriedlinie geht noch, Himmelsdorf ist sehr schwierig, muss man sagen. Stalingrad, also es gibt so Karten, die mag er absolut gar nicht. Also je weniger freie Fläche und je weniger
Möglichkeiten es zum Agieren und zum Spotten gibt, desto unangenehmer wird das Ganze. Also ein Panzer oder gerade die schwedischen TDs im Allgemeinen sind wirklich sehr, sehr, sehr kartenabhängig. Aber auf der richtigen Karte kann man unfassbar geile Spiele hinbekommen. 7:6. Und jetzt seht ihr, dass da drüben langsam, aber sicher meine Teammates echt Probleme haben, denn der TE5, der VK und die Maus, und das wird mir jetzt auch so langsam klar, deswegen jetzt ab in den Reisemodus und rüber Richtung Maus und der da helfen. Und das ist halt auch das Geile. Klar, man braucht ein paar Sekunden, bis man in den Reisemodus kommt und raus, aber dann ist man halt wirklich wendig. Besonders der Udis war da ein Traum. Mit 70 km fast über die Karte heizen war traumhaft. Problem ist aber, wenn ihr im Belagerungsmodus seid und ihr hinterfahren werdet, habt ihr so gut wie keine Chance, weil selbst der Rückwärtsgang, der unfassbar schnell ist, aber wenn der Gegner ein bisschen clever ist, dann bleibt er hinter euch, ohne dass ihr da wirklich was dagegen tun könnt. Das werden wir auch übrigens gleich in der Art sehen, aber jetzt erstmal geht es mir um die Maus, weil wenn die Maus hier von 4 Panzern umringt ist und da beballert wird, dann ist es echt schwierig. Jetzt will ich hier schnell den Schuss setzen, aber der war zu schnell oben auf die Front drauf. Das war dilettantisch, deswegen den nächsten aim ich genauer und nehme hierfür auch Premium, dass der auch ja sitzt. Deswegen der saß. So, der E75 hat einen Hitpoint. Direkt mal schnell auf den Oho drauf geballert. So, den Oho jetzt weg. Und jetzt ist da noch der 121er. Die Maus fährt links rum mit 1100 Hitpoints. Dann denken wir, alles klar. Maus läuft. Will er jetzt nachfahren? Will eigentlich links rumfahren. Aber Problematik ist der STRV 130, der da oben noch auf der Kante stand. Deswegen will ich da jetzt außen rumfahren. Und jetzt passiert gleich was ich vorher meinte, was eben dann schwierig wird. Nämlich auf einmal taucht der WZ hinter mir auf. So, jetzt habe ich hier den ersten Schuss gedodged. Direkt in den Belagerungsmodus und einen Schuss setzen können. Jetzt ist aber das Problem, wenn er jetzt hinter mich kommt, habe ich echt Probleme. Und genau das passiert. Da konnte ich ihn rammen. Das waren 202 Schaden. Die waren schon gut. Und jetzt will er weiter hinter mir bleiben. Aber jetzt kommt ein richtig guter Move. Denn jetzt, zack, jetzt habe ich ihn nochmal genommen. Damit ist er nämlich jetzt gekettet. Und jetzt will ich dann eigentlich um ihn rumfahren, sodass man vorne mit der eigentlich statischen Kanone schießen kann. Aber er lässt mir ein bisschen zu viel Platz. Und ich kann ihn nochmal rammen, indem ich ihn sozusagen einfach wie in guter alter Manier dann nochmal nehme und fertig ist das Thema. Und ihr seht, der 121 hat die Maus zerstört und ich werde auch gleich wüst beschimpft, wobei ich an der Stelle einfach mal gar nicht sagen kann, was den da jetzt gestört hat. Vielleicht, dass ich ihn gefühlt alleine gelassen habe. Aber unterm Strich muss man sagen, hätte ich ja gar nichts anderes tun. Ich hätte ja nicht wegfahren können und den WZ mir in den Hinterballer lassen können. Aber gut. Deswegen frage ich auch, hast du den WZ überhaupt gesehen? Aber unterm Strich ist halt sowas so, leider nach wie vor ist es immer sehr schwierig. Und jetzt seht ihr, wir sind jetzt 3 gegen 2, der 121 und der STRV gegen den E75, mich und den Löwen. Jetzt will ich erstmal ganz weit zurückfahren, nutze hier den unfassbar schnellen Rückwärtsgang aus, dass der WZ mich nicht auf einmal blöd erwischt, sondern ich ihn möglichst auf freier Position irgendwo sehe. Und wie gesagt, hier, die Kanone ist komplett mit allem verbunden. Das heißt, in der Höhe, in der Seite geht gar nichts im normalen Modus. Das geht alles erst im Belagerungsmodus. Also gerade wenn ihr im Reisemodus jemand beschießt, müsst ihr wirklich an den Gegner komplett ranfahren. So, jetzt warte ich erstmal hier. Hab hier möglichst viel Karte vor mir, wo ich dann dementsprechend wirken und schießen kann. Aber jetzt merke ich, hoppala, irgendwie ist mir das auch noch nicht so ganz geheuer. Deswegen will ich jetzt wieder an die Position hin, an der ich vorher schon war.
So, also jetzt dann mal hoch auf den Hügel. Ganz gut ist jetzt, dass der E-75 von uns capped, weil damit setzt er den Gegner ein bisschen unter Druck. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich stelle mich jetzt hier oben hin, dass ich A, wieder möglichst viel Karte habe. Und der STRV hat auch noch einen super Tarnwert. Das heißt, man kann wirklich toll wirken und schießen, bis man aufgeht. Natürlich ist das jetzt hier für mich gut, aber auf der anderen Seite gibt es eben den gegnerischen STRV auch noch. Und davor habe ich natürlich sehr viel Respekt, weil der kann genau das Gleiche, was ich kann. Und ich weiß, was mit dem Panzer einfach möglich ist. Ich habe auch schon den einen oder anderen im Stream gehört, dass der Panzer OP wäre. Hier ist der 121er jetzt. Schnell draufdrehen, warten und wie es immer so ist, ein wenig zu niedrig und drunter geballert und damit ist die Chance weg. Also im Stream hat der eine oder andere gemeint, er wäre OP. Muss ich aber sagen, würde ich definitiv nicht so zustimmen. Da der STRV jetzt wieder. Ich erkläre auch gleich, warum ich das so sehe. So, da ist er. Und zack, der ist weg. Und zwar ganz einfach, weil er unfassbar kartenabhängig ist. Falsche Karte ist der Panzer sogar UP, weil er einfach dann dem Team keinerlei Dienlichkeit mehr erbringt. Deswegen, auf richtigen Karten ist er unfassbar stark, auf falschen Karten ist er dafür auch unfassbar schwach. Das würde ich vielleicht mal noch dazu sagen. So, jetzt haben wir natürlich hier einen guten Draht, denn wir liegen mit 14-12 vorne und ich mache jetzt hier auch den 121 auf und diesmal gebe ich mir keine Blöße, denn jetzt mache ich ihn weg und das war meine Runde mit dem Panzer 6606 Damage, natürlich des Panzerass, wie es hier auf dem Kanal gewohnt seid und ich denke, das hat gezeigt, was kann der Panzer und auch mal wieder Ay Caramba kann tatsächlich auch eine Runde selber spielen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mich mal wieder in Aktion zu sehen. Ihr könnt gerne auch im Stream reinschauen, zwischen 19 und 22 Uhr bin ich in der Regel online. Würde mich sehr freuen. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Ay Caramba.